Hey ho, da ist er wieder, der Guzoa. Und er will wieder fette Troops und danach gehe ich raus, ho, bin ich ein Jumper. Aber ihr wisst ja, es ist ja für einen guten Zweck. So YOLO, wir hoffen wir haben hier richtig fette Angriffe. Das hoffe ich einfach nur. Es ist äh, ein Tag her sozusagen, beziehungsweise ja nice. Ganz easy, ganz ganz easy. Zack, 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 zack. Fertig. Fast noch außerhalb der Range von den Minenwerfern. Sogar also hier mit mit Bogies hier noch wäre sogar noch außerhalb der Range der Minenwerfer gewesen. Aber das ist natürlich Einmannfrei. Wir haben 800k Raid. Und einfach mal keinerlei Troops verballert. Also theoretisch hätte man abbrechen können. Jetzt probiert der Barzer. Nicht der Harzer, sondern der Barzer. Ja, der Gusur ist voll witzig. <laughs> ähm, mit super wenig Truppen mega gerissen. Einwandfrei. Hier haben wir den Master Chief. Der hier, denke ich mal, alles abchecken kann auf jeden Fall oh, Sammler und Minenwerfer richtig schön voll ich konzentriere mich jetzt hier mal auf den Bereich weil ich gehe mal davon aus dass er den jetzt auch noch mal schön entsaften wird Ja, da ist natürlich echt... Ha, schade. Na, hier schon fast was gefährlich. Schade. Ähm, da hättest du... Ich, ich bin jetzt der Meinung. Korrigiert mich, wenn ich komplett falsch liege. Also erstens, das Rathaus hätte fliegen können. Klar, muss aber nicht. So. Aber... Bin ich falsch oder bin ich richtig? Ich bin nämlich der Meinung, dass... Hier die Mauerbrecher was gebracht hätten. Mauern brechen nicht nur die Mauer, sondern haben ja ein, eine Range von zwei und nicht nur einen. Und deswegen würden die in dem Fall hier richtig was wegbringen. Weil wir haben hier ja noch einfach mal 118k Alex zu liegen. Dagegen, dagegen und dagegen. Da, 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 da die hätten es gerissen noch. Glaub mir. Und das wäre eine... Ich meine, klar, Mauerbrecher kostet natürlich auch ein bisschen mehr als alles andere auf der Welt. Aber die hätten da noch was gerissen. Aber zusätzlich machen wir natürlich einen Angriff. Das hätten wir natürlich... Das wäre nice gewesen. Die eben nochmal reinzuballern. Naja, das ist nichts, Das ist nichts. Hm. Das ist viel. Das ist viel. bin echt am überlegen, ob man hier einmal hier Fläche wegballert, weil da Fläche schon weg ist. Ja. Ich hau hier die Fläche weg. Und gehe dann hier rein. Ja klar, deswegen nicht so viel gespammt. Zack, da hätte ich noch was erwartet. Aber schön. So, jetzt werden sie garantiert erstmal. Ah nee, ich hätte gedacht, die Kobis gehen erstmal hier hin. Aber passt natürlich umso besser. So, jetzt. Na kommt. Nee, dann, dann lieber noch nicht. Ich will wirklich, dass der King dann wirklich auch dahin rennt. Ja, naja, okay, dann geht er dahin. Das ist auch okay. Hauptsache, er kann ein bisschen was tanken. Darauf kommt es nämlich an. Jungs und Mädels. Ich hätte aber gerne, dass die hier mehr in die Richtung gerannt wären. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten ja noch irgendwelche Troops hier drin. So. Jetzt sollte das Ding hier äh, laufen. Auf jeden Fall. Wenn nicht sogar leicht rennen. Zumal die Kobis jetzt auch rennen müssen. Weil jetzt ist hier 5 vor 12. Und um 12 gibt es Mittag. So. Bogis sind raus. Wir haben Riese, der noch gut was tankt. Und wir haben noch einen Blitz, aber der ist äh, für den Hintern, glaube ich. Den werde ich hier nicht nehmen. Aber ich hätte natürlich gerne hier da genau, je, yeah, je, yeah. tanzen mit dem Gusur im Sitzen auf dem Stuhl. Ja, ich wollte schon sagen, jetzt noch die 50% wären natürlich ganz in Ordnung. Yay! Ja, cool. Das war doch in Ordnung. Das war doch okay. Scheiße, Junge. Das war richtig gut. Das gefällt mir. Das ist ja richtig... Nice. Und jetzt könnte man natürlich sagen, oh, naja, ich kann ja jetzt gerade eh nichts bauen, aber ganz ehrlich, warum soll ich nicht angreifen, nur weil ich es jetzt gerade nicht wegkriege? Klar, ist natürlich schade, aber was will man denn machen? Ist halt schade auf Grey. Ha. <laughs> oh, meine Witze werden so schlecht. Aber egal. <laughs> Ihr müsst es ja hören, nicht ich. <laughs> Ach doch, scheiße. Mittlerweile ist es ja wirklich so, dass ich öfter mal in Video reingucke. Und ich erlebe mich halt wirklich immer wieder dabei. Kleinen Moment. Ah, ich kann es ja laufen lassen, ist ja nicht schlimm. Äh, ich erlebe mich wirklich immer öfter dabei, dass ich eben da sitze. Hm, okay. Äh, zum Beispiel Lichtler hat nichts gepostet gerade. Hm. Oder ich habe sie schon alle angeguckt. Äh, Hofi halt auch. Ähm, ansonsten guckt doch mal bei dem Clash King Hofi vorbei. Der hat eine richtig nice Aktion gemacht mittlerweile. Der hat ja mittlerweile seinen Account, ist er ja am Farmen, weil die Helden zu low sind. Die sind ja noch nicht komplett äh, gemaxt. Und da hat er sich den Account vom Boris geholt und äh, geht da jetzt momentan, das ist da, ich sage, 4700 Pokis. Ja, vier, nicht 3, 700, 4, nicht 3700, sondern 4700 Pokis. Und, und da rennt mega. Aber wenn die halt eben alle schon durch sind, was bleibt dem Gusur dann anderes übrig? Dann muss er natürlich über seine eigenen Videos abfeiern. Und mir passiert es immer wieder, dass ich denke, ja. Ich bin schon eine ziemlich geile Sau. Also, ich habe das auch wirklich bei den Bei den ersten Videos wirklich eine E-Mail. Äh, bei den ersten Videos da wirklich gesehen, wo ich dachte, ah ja, okay, komm, das war echt berechtigt, wenn da irgendwie mal ein Hate losging oder sowas. Aber mittlerweile denke ich echt so, pff, ja, ich würde es wieder so tun. <laughs> so. Und jetzt hätte ich mir ja echt noch so ein bisschen gewünscht, Town Hall weg. Ach nee, <laughs> ist ja eine Verteidigung. Aber warum poste ich denn so eine Verteidigung? Danny, warum postest du diese Verteidigung? Ist, ich meine, ich habe gerade eh dämlich gequatscht, von daher ist es egal, da fällt es gar nicht auf. Aber warum denn? Ich meine, du hast auf die Fresse bekommen. Und zwar übel. Und jetzt kannst du nicht mal sagen, hahaha, ich hab's ja wegen den Pokis gemacht, weil deine Base, also deine, äh, dein, dein Rathaus stand draußen. Das heißt ja, du bist ja eigentlich aufs Verteidigen deiner Ressourcen gegangen. Nennt sich eventuell auch leicht Farmen. Und dann so ist natürlich eher unschön. So wie Yannick das gemacht hat, sieht das hier cool aus. Weil er kriegt mega Loot, wenn das nicht richtig verkackt. Da sind wir jetzt gespannt. Sammler mega voll, richtig? Und dann ist auch wirklich so Klick Klick. Okay, derjenige, der zuvor angegriffen hatte, war aufs Gold mehr aus, weil die Goldminen, also erstens, sie sind auch Gräber, aber die Goldminen sind nicht so prall gefüllt wie die Sammler und deswegen waren auch war auch mehr Alex zu holen als Gold wie gesagt, bei sowas immer drauf aufpassen und eben auch den Status, wie gesagt, für alle Townhall 7er, Townhall 8er brauche ich das nicht erzählen, aber wenn einer Townhall 4 ist, der denkt sich auch, oh cool, 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 der Sammler ist total voll. Ja, aber dann bitte bedenken, welches Level ist denn der Sammler? Vielleicht habe ich einen Level 8 Sammler, der total voll ist und eine äh, Mine Level 12, die ja gar nicht so voll aussieht. Ja, liegt daran, dass die Levelunterschiede halt doch enorm sind. Sprich, die Speicherkapazität von einem anderen Sammler oder von einer Mine ist nicht so krass. Deswegen sieht natürlich eine relativ schlecht gelevelte. Ein recht, äh, relativ schlecht gelevelter Sammler zum Beispiel. Mega voll aus. Und da ist aber gar nicht so viel drinne wie in so einer 12er Mine zum Beispiel. Ja, geil. Da noch schön reingeritten. Und dann mit den Kobis hinterher. Das war nur eine kleine Kobi-Blindschleiche und keine Kobi-Anaconda. Da gehört eine Anaconda rein. Die dann gleich nochmal von hier nach da und überall direkt reingeht. So. Jetzt wünsche ich mir natürlich da noch das Dunkle komplett. Und da auch. Von hier reingejagt. Von hier. Aber dann, werden, dann würden sie nicht da reingehen, sondern da bestimmt lang. Die Kobis. Ich, ich, hätte, ich, hätte, ich, ich hätte geguckt, ähm, je nachdem wie es im Dunklen ist, hätte ich hier noch gesagt: komm, ich blitze. Ja, zack. Immerhin wenigstens noch ein bisschen was Dunkles weggenommen. Ich muss mal ein bisschen höher hier, sonst sieht man meine Hälfte des Gesichtes ja gar nicht mehr. So, Yannick. Dark Fighter, aber Fighter falsch geschrieben. Da wäre es eventuell mal die Möglichkeit, sein, seine Namensänderung in Anspruch zu nehmen. Hier, weil G und H ist leicht falsch. Turn around, please. Aber ansonsten ist der Fight natürlich in Ordnung. Der sieht jetzt nicht so fail aus. Oben noch, oben noch. Und natürlich im unteren Bereich die. Ist eine Elva? Nee, ist eine Zehner müsste das sein. Eine Zehnermine ist das, war Was sagt ihr dazu? Zehnermine? Oder nicht, nee, doch, doch, das ist eine Zehner. Weil die, die Elva hat dann da drüber dieses kleine Häubchen. Und diesen Zahnradverschnitt da. Ist ein Disconnect. Ich, ich wollte schon sagen, wurde eventuell disconnected. Aber. Genau, nochmal ein bisschen Bartsch durchziehen. Für 50 reicht es nicht mehr, ne. Der Dark Fighter kämpft weiter und fällt nicht von der Leiter. Danny, gucken wir mal, ob es jetzt besser klappt. Jetzt als Angreifer? Ja. Bei sowas hier, da, da muss ich nochmal kurz dazwischen quatschen. Da wäre ja meine erste Position gleich mal hier. Gleich mal ganz gechillt. Directly next to the Minenwerfer. Warum? Guckt mal, der hat da XXO drauf, wa? Voll am Start. XO und ein Mund. <laughs> nee, also. Da. Nicht hier wegen Magiatom, sondern da. Oder wenn möglich sogar da. Aber dann könnte es sein, dass er da hinrennen. Weil ihr... Weil ich... Einen Minenwerfer so gerne einfach mal platt mache. Und dann halt eben den Rest. Hier, da. Gucken wir mal, was geht. Aber wie gesagt, das wäre so das erste, was bei mir wegfliegen würde. Aber da geht auch einiges von da nach da. Das sieht gut aus. Ja. Die kriegst du auch noch. Cool. Und hier... Na, ein King. Ein King. Ja, okay, ein King gehealt, um dann die Kaserne noch zu... Äh, die Kaserne, natürlich. Es wird erstmal schön Gold ausgebildet. Na, genau. Äh, die Mine natürlich. So, hier kommen, macht mal voll. Ah, scheiße, jetzt habe ich da die Anfrage gestellt. Ja, tut mir Sorry. Auch der Gusua macht mal einen Fehler. Die Anfrage kann natürlich ignoriert werden. Hier, 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 hier sehen wir es. Da. Nicht ansatzweise gemaxt, also nicht mal ansatzweise. Und hier sehen wir wirklich schon mal eine Zehner. Das müsste eine Neuner sein. Und das ist eine Achter. Oder irgendwie so in dem Dreh. Das ist eine Achter, das ist eine Neuner, meiner Meinung nach. Wenn ich richtig liege. Ich glaube ja. Weil die ist, ja, die ist noch ein bisschen fetter als die 9er. So, dann natürlich wirklich erst hier das fette Zeug weg. Warum droppst du. Warum droppst du die von hier? Junge, die haben einen Weg von da nach da. Alter, überleg mal, wenn die da ankommen, ja? Wenn die da ankommen, haben die doch gar keinen Bock mehr. Die sagen, ey, komm, ey, Marathon. Nein, nee, also wirklich, die Kanonen hatten in der Zeit einfach mal ein bisschen Time, die sie nutzen konnten. Guck mal, was passiert denn hier? Die kommen doch schon halb tot an, Junge. Das ist genau da, da, wo sie hin sollen. Also das hätte besser laufen können. The 200 Club, da gibt es ja so ein paar Clans dazu, logischerweise. Schauen wir mal, was da geht. Er ja, ist auf jeden Fall Town Hall 10. Das sehen wir. Hier, so ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Um das Verrecken. Und das wird jetzt einfach mal mein Thumbnail. Kleinen Moment, ich muss kurz hier ran und ich drücke die Drucktaste und ich hoffe, ihr freut euch. Weil das ist einfach mega. Da sehe ich, derjenige hat wirklich Ahnung. Jetzt, jetzt können wir natürlich auch sagen, ja, was hat mit Ahnung zu tun. Aber sowas ist doch total geil. Ein Minion gesetzt, ein Minenwerfer damit komplett fertig gemacht. Dieser Minion hat sich mega gelohnt, auf jeden Fall. Und dann, zack. Ich meine, die Riesen hätte es nicht mal interessiert, der Minenwerfer, klar. Schön heal und dann dadurch natürlich schön mit den Luckys hier richtig gekliert. Geile Scheiße, Alter. Hieß mal richtig Trouble in Chinatown, Alter. Alter Verwalter. Junge, das, äh, ich, Du machst keine Gefangenen. Auf jeden Fall. Sagst du einfach mal, hey komm. Ähm, ich bin da, der Gegner ist weg. Ich würde jetzt einen Tipp abgeben, du hast am Ende auf jeden Fall noch Troops. Also würde man einen leichten Overkill nennen. Aber du sagst ja einfach, hey kommt, Leute, wir sind hier nicht zum Spielen da. Das wird hier jetzt mal richtig gerissen. <laughs> nee, läuft auf jeden Fall. Und natürlich noch schön die zwei Blitze gesaved. Richtig geil. Ich meine, war jetzt mit den Truppen nicht schwer. Aber ist natürlich cool zu sehen auf jeden Fall. Nice. HVG7. Herzlich Willkommen. <laughs> oh yeah. Oh yeah. Auf jeden Fall wir sind dabei. Alter, es ist wieder mega krass und aber kleinen Moment, ich muss noch mal kurz, es tut mir leid, wenn ich wieder so 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 störend dazwischen gehe, aber es wurde nicht von allen Seiten hin und her gespammt, sondern, ich leg mal meinen Stift zur Seite, sondern wirklich erstmal geguckt. Wo, beziehungsweise wie weit kommen die, was brauche ich da noch und so weiter und so fort. Richtig gut, finde ich richtig gut. So, jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir. Jetzt kommen die Bogis langsam. Nochmal, ich würde hier eventuell nochmal, ich hätte hier nochmal ein bisschen Kobis reingeballert, aber passt schon. Ja, genau, läuft. Und dann da. Ein Mann frei. Und hier noch, genau, richtig. Gar nicht so krass lange mit den Lagern erstmal aufhalten, weil ihr wisst selber, die tanken natürlich ordentlich. Und Minen und Sammler und Bohrer, das geht natürlich schneller. Und hier im oberen Bereich, ich, ich wäre oben reingegangen. Ich hätte mir das Dunkle noch geknallt. Ja, genau, ich hätte das Dunkle geknallt. Ja, okay, mit dem King natürlich erstmal Rathaus down. Läuft. Das ist nice. Oh, Alter, hast du ein Schwein? Hast du ein Schwein, aber das darf sein. Richtig geil. Richtig geil. Ich würde mal sagen, die Bogis hier haben dir einfach mal 60k gebracht, bestimmt. Sehr geil. Sehr geil. War so gut wie ein millionen würde ich sagen. Hugo, komm, den letzten... Ich weiß, ich bin schon über 22 Minuten. Ich hoffe, er nimmt es mit auf. Äh, knallen wir mal schneller durch, kurz. Aber der darf auf jeden Fall hier auch schön vorsichtig rangegangen. Nicht so mit der Brechstange, hier kommen alle raus, alle raus. Vorsichtig, mit einem Bogen hier die Mine platt machen. Läuft. Sehr geil, wieder fette Angriffe gehabt heute. Bin ich wieder sehr froh. Und jetzt nochmal schön einmal eine Stelle suchen, wo hat man keine Fläche. Hier in dem Bereich habe ich keine Fläche, weil die Minenwerfer hier so sind. Hier, hier wäre ich reingegangen. Und dann halt. Ja, okay, du hast hier gesagt, gut, okay, komm, ich will das noch mitnehmen. Schade, dass verloren wurde, aber mit dem Loot ist das gut. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao, ciao.